Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes. Und ihr könnt es sofort sehen, am Startbildschirm werden wir in der großen Arena-Meisterschaft endlich wieder voll aufdrehen. Wir sind hier, Karadrik, Dunkler Lord in den von den Exiled Lords und Division 4, 16.632 unser Rang und wir wollen natürlich Richtung Bronze aufsteigen. Was die Erfolge angeht, weiß ich nicht so genau, wie sehr ich mich daran halten werde. Ich versuche natürlich da ein bisschen was zu reißen, was das angeht, aber ihr wisst, ich war lange raus aus dem Spiel und bin natürlich froh, wenn ich überhaupt erstmal wieder langsam hier reinkomme. Denkt daran, es gibt eine Playlist. Wenn ihr oben rechts in der Ecke auf das kleine i klickt, findet ihr zwei Playlists zu Star Wars Galaxy of Heroes. Die erste Playlist ist meine Standard-Let's-Play-Playlist und die zweite Playlist ist die, in der ich früher meine große Arena-Meisterschaft-Videos veröffentlicht habe. Jetzt werde ich zukünftig alle Videos der großen Arena-Meisterschaft nur noch in meiner regulären Let's-Play-Playlist veröffentlichen als reguläre Let's-Play-Videos, weil ich es mittlerweile unsinnig finde, das Ganze zu trennen. Es wird ja trotzdem als Teil des Let's-Plays veröffentlicht. Eventuell werde ich die Videos aber in zwei Playlists packen, also in die normale Let's-Play-Playlist, aber auch gesondert in die große Arena-Meisterschaft-Playlist, falls ihr vielleicht eine Playlist sehen wollt mit nur große Arena-Meisterschaftskämpfen. Der Grund, warum ich das verwerfe, sie nur in die große Arena-Meisterschaft-Playlist zu packen, ist, weil ich nicht so genau weiß, wie gut ich tatsächlich oder wie zuverlässig ich die große Arena-Meisterschaft spielen kann. Ich gebe mir aber Mühe, möglichst alle Kämpfe zu zeigen und wirklich alle Kämpfe zu machen. Gehen wir also auf Betreten und schauen mal, wer unser Gegner ist und welche Verteidigung ich aufgestellt habe und wie gut wir uns in der Offensive schlagen. Los geht's, Freunde! So, wir klicken auf Betreten und finden sofort Kral, einen ebenfalls dunklen Lord, so wie wir. Wir haben es mit 3 gegen 3 und Flotte zu tun. In der Regel ist die Belohnung ja sowieso ganz egal, ob wir Erster oder Letzter werden. Das macht keinen großen Unterschied, aber es geht hier um die Ehre als Separatist für uns. Und deswegen gehen wir rein in den Kampf und wir sehen, was der Gegner aufgestellt hat und wir sehen, was wir aufgestellt haben. Ihr seht, er hat ähnliche Verteidigung aufgestellt wie wir. Wenn ich also jetzt mal hier reingehe, dann zeige ich mal ganz kurz meine Verteidigung. Das sind die Einheiten, die ich meistens aufstellen werde. Wir haben Shark T mit Klon, wir haben Revan mit seinen Leuten, dann haben wir hier die Geonosianer mit Sunfag und dem Spion, weil das letztendlich am effektivsten ist, weil der Spion killen kann. Dann Padme hier mit Anakin und Kenobi. Außerdem haben wir dann hier unten mit drin den guten Luke Skywalker, ne? Also das Rebellenteam, dann hier ein Jedi-Team, was eben am stärksten ist und das stärkste Team um die Nachtschwestern herum und ganz hinten drin haben wir dann noch ein paar sinnlose Teams, ein paar, die Gegner schlauchen halt, ne, die ein bisschen nerven und für die Flotte habe ich das hier aufgestellt, einmal die Flotte um Akbar herum mit den Rebellen und dann hier Tarkin mit seinen imperialen Flotten, Vader wird hier eingewechselt und hier oben werden halt noch andere Rebellen eingewechselt, weil ich meine stärksten Flotten für die Offensive aufheben wollte. So, ihr seht, Punkte sind gleich und wir versuchen jetzt mal an den Teams des Gegners vorbeizukommen. Ich möchte erstmal oben rumgehen, weil oben ist ja Flotte und ich will auf jeden Fall Flottenkämpfe zeigen. Abhängig davon, was halt der Gegner in der Verteidigung hat und wie weit wir halt kommen, hängt es halt, also kommt eben darauf an, wie viele Kämpfe ich letztendlich zeigen kann. Ja. Und ich will halt natürlich möglichst viele Kämpfe zeigen, aber die Folgen können halt unterschiedlich lang werden, je nachdem, wie gut ich durchkomme und so, ne? Also schauen wir mal. Kämpfen wir zuerst mal gegen dieses Team hier. Da ist Enfys Nest mit dabei. Und ich würde gerne mal gucken, gegen Enfys Nest, was setzen wir denn da ein? Vielleicht sollte ich mir vorher darüber Gedanken machen, welche Einheiten ich spielen werde, bevor ich dann letztendlich reingehe in die Schlacht. Ich würde mal sagen, ja, ich gehe oben rum zuerst, weil ich gerne die Flottenkämpfe machen möchte. Denn ich weiß nicht so genau, wie es hier unten aussieht, wie gut ich da durchkomme. Also machen wir die Kämpfe oben auf jeden Fall zuerst. Das sind auch nur 4 Kämpfe und da kommen wir auch schon direkt zur Flotte. Und ich würde mal sagen, gegen dieses Team hier um Enfys Nest und Dooku herum und so weiter, da werde ich vielleicht meine Sith benutzen. Und zwar
und zwar dieses Team hier. Einmal, wo ist sie denn? Treya? Das ihn hier und ihn. Also die Charaktere werde ich jetzt hier benutzen, weil ich Endless Nest mit Darth Nihilus auslöschen möchte. Ob das dann tatsächlich so klappt, weiß ich nicht so genau, aber das ist das Ziel, das ich habe, denn ich wüsste nicht, wie ich das sonst hinkriegen sollte mit meinen anderen Charakteren und ich würde mir gerne die anderen Charaktere, die ich hätte, die halt noch stark sind, eventuell aufheben für andere Teams. Aber Endless Nest ist, glaube ich, der Charakter, den ich auslöschen möchte. Also beginnen wir mal diesen Kampf hier mit einem Dreier-Team, mit einem Sith-Team und ja, vielleicht wird es auch mit einem kleineren Team klappen, aber wie gesagt, ich will halt bei Endless Nest will ich nichts riskieren. Also saugen wir erstmal einen Gegner. Oh Mist, ich habe den Sound leise. Sekunde mal kurz, Freunde. Okay, gut. Sound ist angepasst. Ich würde mal sagen, wir attackieren jetzt mal. Wir machen einfach mal das hier auf alle. So, sehr gut. Sollen sie ruhig ihn angreifen. Dann werden wir vielleicht ihn isolieren. So, und das auf ihn machen hier. Sehr gut. Damit Nihilus überlebt, dann machen wir das da. Als Erpressen machen wir weg. So, perfekt. Und ich kann nur die beiden angreifen. Da ich sie sowieso auslöschen will, attackiere ich erstmal ihn hier. Wunderbar. Er betäubt ihn schon wieder, das gibt's ja wohl nicht. Gut, der ist einmal gestorben, beides unsichtbar, jetzt muss halt Nest angegriffen werden. Machen wir auch mal ganz kurz hier, so, sehr gut. Sie kontert auf ihn, das ist in Ordnung. Er greift auch wieder Nest an, so, perfekt. Es geht eigentlich nur darum, durchzuhalten, Nest auszulöschen, ne? Das ist das Wichtigste. Aber das Team ist halt wirklich sehr, sehr gefährlich. Ich sauge jetzt mal an allen dreien hier. Wunderbar, hab die Abklingzeiten erhöht. Er wurde glücklicherweise nicht betäubt, okay, das ist schon mal gut so. Und er überlebt weiterhin. Super, jetzt können wir Nest auslöschen hier. Das ist halt der gediegene Weg, ne? Es gibt vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, sag ich mal, irgendwie an Nest vorbeizukommen oder so. Aber ich wollte halt extra den gediegenen Weg gehen, weil ich mich jetzt hier nicht großartig mit dir rumschlagen wollte. Jetzt ist nur noch in Anführungszeichen Doku da. Den klauen wir ganz kurz seine Buffs. Und den können wir notfalls auch auslöschen, wenn es unbedingt sein muss. So, wir machen mal ganz kurz das Bestechen überall weg hier. Auch hier. So, saugen mal an Doku. Sehr gut, der kann dann erstmal keine Fähigkeiten aktivieren, weil seine Abklingzeiten verlängert wurden. Soll er ruhig ein bisschen durchdrehen, der hat keine Seta, ist ein richtiger Noob-Kuh. So, da wurde erledigt. Superklasse. Wir kriegen 51 Punkte dafür und damit können wir dann direkt weiter. Also, Dreierteams bin ich noch nicht ganz so fit, ne, was Dreierteams angeht. Weder für die Defensive noch für die Offensive. Da muss ich erst noch ein bisschen üben und lernen und so, ne? Wisst ihr Bescheid, Freunde? Auch sehe ich gerade hier, das Team mit Darker und dem Zombie ist wahrscheinlich besser als das Team, das ich aufgestellt habe. Moment, das war unten. Ich habe... Oder war das oben oder unten? Es war doch unten, tatsächlich. Ich habe nämlich hier Darker nicht drin. Ne? Ich habe sie drin. Ich hätte hier wahrscheinlich Darker reinpacken sollen. Also vielleicht ebenfalls Ventress, Darker und Zombie. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen für die Defensive. Das sind so Sachen, die lerne ich halt noch. Ne? Das machen wir auch gleich mal. Ich gehe mal ganz kurz hier raus. Und dann auf Charaktere. Und dann auf Trupps. Seht ihr, da habe ich hier vorbereitete Trupps. Die waren schon vorbereitet. Was ich jetzt mache, ist aber, ich mache so sie raus zumindest. Asajj raus und vielleicht auch Talzin raus. Geh dann mal hier auf Schwestern der Nacht und pack dann sie rein. Sie ist sowieso stärker und darker. Ich glaube mal, der Trupp hier ist besser geeignet als Dreier-Trupp, ne? So, und dann kann man eben nach und nach seine Trupps anpassen und verbessern, so wie man halt eben dann drauf kommt. Diese Trupps waren übrigens für diesen Account hier schon vorbereitet, die habe ich größtenteils übernommen. Ich mache mir irgendwann mal Gedanken über andere Trupps, ja? Die ich dann halt noch spielen kann, für die Offensive, für die Defensive und so weiter, ne? Was halt da noch so Sinn macht. Aber ich sage mal, grundsätzlich gilt, für die Defensive sollte man die Trupps benutzen, die nicht souverän gewinnen, aber Gegner schlauchen. Ja? Und für die offensiven Trupps sollte man eben die Teams benutzen, die eben souverän gewinnen. Zum Beispiel, was benutze ich jetzt hier gegen die Nachtschwestern? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sowas wie Palpatine, Vader und Thrawn. So ein Imperium-Team könnte vielleicht nicht schaden. Ne? Das ist aber vielleicht schon zu stark. Das ist vielleicht Overkill. Aber die sind halt auch sehr, sehr nervig. Da macht es vielleicht schon Sinn, dieses Team zu benutzen. Also gehe ich da mal rein. Benutze es mal hier, Palpatine, Vader und Thrawn. Und über andere Teams mache ich mir dann ein anderes Mal Gedanken. Aber ich glaube, das sollte ich hier schon benutzen bei denen. Ein Team um Nest herum könnte auch funktionieren, um Endless Nest herum. Hätte ich auch in die Verteidigung packen können. Ne? Zum Beispiel kann ich auf Trupp auswählen gehen. Und dann einen neuen Trupp erstellen.
Und dann machen wir mal ganz kurz hier. Was war das nochmal? Der gute. Wo ist er denn? Wir gehen mal ganz kurz hier auf Separatisten. So, sehr gut. Wir lernen ja dazu, ne? Er war gut, er hier. Und danach noch Enfys Nest. Enfys Nest ist, glaube ich, Schmuggler. So, ne? Die drei hier. Die sind auch ein gutes Team. Standard, lass ich mal Standard drin. So heißen, glaube ich, alle, ne? Die heißen alle Standard einfach nur, genau richtig. Dann hätte ich nämlich ein weiteres Team für die Defensive hier. Eventuell könnte ich es auch für die Offensive benutzen. Gegen die Schwestern hier. Ich überlege gerade mal, ob ich das tue oder ob ich das vielleicht bei den anderen Teams benutze. Wahrscheinlich benutze ich das bei den anderen Teams. Hier ist wahrscheinlich doch besser, wenn ich Flächenschaden benutze, um so ihn, ihn und ihn. Ich glaube, das wäre am besten, den Zombie außer Gefecht zu setzen und dann erstmal die anderen platt zu machen und so. Genau, versuchen wir es mal. Vielleicht ist es, wie gesagt, Overkill. Darker ist ja hier nicht mit dabei. Also wir brechen jetzt erstmal den Zombie hier, sehr gut. Und dann machen wir erstmal hier so Schaden auf alle, wunderbar. Sind doch direkt wieder dran, machen das dann hier. Können wir sie mit Fähigkeitenblockade belegen? Nein, das hat nicht funktioniert. Greifen wir sie mal an. Und den greifen wir an. Zombie wurde schon einmal erledigt. Okay, super klasse. Boom, nochmal Schaden auf alle. Und dann würde ich gerne mal hier auf sie werfen zuerst. Super klasse, sie wurde einmal ausgelöscht. Darker heilt, das ist in Ordnung. Ich greife sie mal an. Wieder keine Fähigkeitenblockade, okay. Wahrscheinlich sollten wir Zombie zuerst killen. Ich gebe mal ganz kurz mal ihm eine Zugleiste. So, kann ich die alle schocken? Okay, er wurde betäubt, immerhin. Wahrscheinlich sollte ich den Zombie zuerst ein paar Mal killen, dass der langsamer wird oder so. Machen wir doch mal ganz kurz das hier. Boom, wunderbar. Dann wieder das hier. Sehr schön. Versuchen nochmal alle anzugreifen. So, sie wurde Fähigkeiten blockiert. Sehr gut. Sie hier ebenfalls. Der Zombie wurde gekillt. Wunderbar. Jetzt müssten wir eigentlich sie hier killen können. Ha, schade. Das hat nicht funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe. Machen wir doch mal ganz kurz das da. Boom, wunderbar. So, dann können wir sie Fähigkeiten blockieren. Jawohl, sehr gut. Assage heilt wieder. Zombie geht eigentlich relativ schnell down. Geben wir das nochmal Vader. Vader greift mal kurz den Zombie hier an. Wunderbar. Kann ich sie killen? Nein, okay, aber immerhin wurde sie gesäbt und betäubt. Sehr schön. Killen wir doch mal den Zombie. Ja, wir greifen den Zombie ganz normal an hier. Jetzt müsste ich aber sie killen können. Immer noch nicht. So, wunderbar. Sie ist gestorben. Und jetzt machen wir doch mal das hier. Sehr schön. Einmal hier Schaden über Zeit auf alle. Wunderbar. Greifen sie an. Greifen den Zombie an. Perfekt, jetzt müssten wir sie aber dauerhaft killen können, oder? Wunderbar. Sie ist auch dauerhaft da und nur noch der Zombie steht. Machen wir doch mal das hier und geben... Ah, es hat nicht ganz gereicht. Na gut, was soll's. Killen wir die einfach mal. So, solange wir souveräner durchkommen als der Gegner, reicht es ja auch schon, ne? Das Team wird auch hässlich. Was haben wir denn hier bei Shark T zu bieten noch? Wir könnten auch helle Seite Charaktere nehmen. Ich gehe mal ganz kurz hier auf... wo ist es denn... Vielleicht. Kann ich aber ganz kurz auf. Nicht Rebellen. Widerstand was, glaube ich. Widerstand. Genau, richtig. Wir hätten auch noch ein gutes Widerstand-Team für die Offensive. Sith-Imperium hat nicht mehr viel zu melden. Separatisten hätten noch ein bisschen was zu melden sogar. Da ist Grievous halt nicht dabei, aber wir können halt ein Team spielen aus Watambo und denen hier. Ich glaube, ich mache das mal gegen die da. So, pass mal auf. Wir gehen mal jetzt hier auf Separatisten. Sehr gut. Und dann nehmen wir vielleicht... Obwohl, vielleicht hebe ich mir Watambo auch noch ein bisschen auf. Schurken. Genau, unsere Kopfgeldjäger sind eigentlich auch nicht so schlecht. Jedi haben wir auch noch ziemlich stark. Oder relativ stark, ne? Indem wir die halt hier spielen. 500 Erste sind auch noch voll einsatzbereit. Könnte ich ebenfalls benutzen. Also hier, ne, mit den beiden hier als Echo und Ark und das dann zusammen mit Anakin, das wäre auch nicht so schlecht. Wie sieht's aus bei den Rebellen? So, gehen wir das mit den Rebellen. Okay, die Rebellen haben überhaupt nicht mehr viel zu melden, da ist so ziemlich alles irgendwie zerpflückt hier bei denen. Okay, gut zu wissen. Weil ich halt eben auch starke Charaktere in die Verteidigung gepackt habe. Schurken um Enfys Nest herum.
Wie stark sind die denn? Okay. Pass mal auf, wir gehen jetzt mal auf Separatisten. Weil die sind ziemlich nervig. Die müssten wir eigentlich gut ausschalten. Und ich würde mal sagen, wir nehmen ihn. Batambo und Doku. Die hier nehmen wir einfach mit als Team. Und ich hoffe mal, dass die da vorbeikommen. Ich hoffe mal, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Also versuchen wir es mal mit denen. Vielleicht hätte ich auch Nesta mitnehmen sollen. So. Mal schauen, was diese Dinger nachher machen hier. Zu Beginn der Runde ist Gegners 50% Zugleiste. Ignorieren Verteidigung. Besiegte Gegner können nicht wiederbelebt werden. Das ist eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, das würde ich gerne Doku geben. Geben wir jetzt mal Doku. So, da aktivieren wir das hier. Wunderbar. Sehr gut. Und das haben wir als nächstes. Regeneriert zu Beginn der Runde 30% Schutz. Entfernt eigene Debuffs. Okay, Tanks provozieren. Was ist das hier? Regeneriert zu Beginn der Runde 50% Schutz. Bla bla. Geben wir das vielleicht mal ihm. Okay. So, jetzt machen wir das da. Wunderbar. So. Okay, ihr seht, Doku kontert jedes Mal. Und wir müssen erstmal sie angreifen hier. Watambo macht jedes Mal mit. Das ist in Ordnung. Wir machen mal ganz kurz hier so die Debuffs weg. Und schicken da mal alle Separatisten vor als Angriff. Wunderbar. Doku ist der Hauptangreifer. Er ignoriert der Verteidigung. Das ist halt sehr, sehr gut an dem Ganzen, ne? Nochmal das hier. Machen wir hier Debuffs weg. So, wunderbar. Nochmal hier drauf. Bestechen. Macht der prozentualen Schaden. Jedes Mal macht Watambo mit. Blitz und sie ist erledigt. Super. Jetzt können wir uns um ihn kümmern, weil Doku den Gegner gekillt hat. Weil Doku den Gegner gekillt hat, kann der nicht wiederbelebt werden. Ne? Das ist das Besondere an dem Ganzen. Und ich weiß nicht, also die könnten wahrscheinlich sowieso nicht wiederbeleben oder so, aber das ist halt eine ziemlich coole Kombination, finde ich, hier an denen. Die werden alle unsichtbar. Das bringt jetzt nicht viel, aber ihr seht, Doku macht halt auch großen Schaden. Und das baut halt im Prinzip halt auf Doku auf, ne? Und weil wir halt auch Schutz regenerieren können, das klappt jetzt halt bei ihm nicht, aber wir kriegen halt viele Punkte, weil wir halt auch Schutz regenerieren und so. Also ich mag es halt, die Separatisten einzusetzen. Das ist mit Sicherheit das beste Team. Wir hätten, wie gesagt, anstelle von Watambo zum Beispiel auch Envis Nest mitnehmen können, dann hätte sie halt getankt und so weiter. Aber ist doch egal. So, gegen dieses Team hier würde ich mal sagen, setzen wir einfach mal Galaktische Legenden nicht. Wie sieht's denn aus mit der Galaktischen Republik? Generell auch ziemlich düster, also wir kommen sowieso nicht sonderlich weit. Mandalorianer, Phönix, Rebellen kann ich auch nicht großartig einsetzen. Separatisten stehen auch nicht mehr allzu viele zur Auswahl, zumindest nicht mit Anführer. Truppler hätte ich wahrscheinlich... Truppler habe ich auch nicht mehr viele zu bieten. Truppler des Restimperiums, nein, ich will die Truppler... Hier, imperiale Truppler, da hätte ich noch ein bisschen was zu bieten, aber es sind auch alles nicht mehr so viele Einheiten, Geonosianer auch nicht mehr. Galaktische Republik sollte ich wahrscheinlich benutzen. Ich gehe jetzt mal ganz kurz, bevor ich Galaktische Republik benutze, auf den Widerstand. So, benutze mal sie und diese beiden hier. Okay, und ich hoffe mal, dass die das schaffen. Ich hoffe mal, dass die das hinkriegen. Die Gegner sind, glaube ich, Relikte. Die sind, glaube ich, relativ stark. Mit um Shark T zusammen. Ah. Ja, die sind relativ stark. Okay, gut. Wir machen erstmal so auf sie, damit Rey angegriffen werden muss. Dann jubeln wir hier ein bisschen. Und Rey macht erstmal das hier auf sie. Wunderbar. So, okay. Dann greifen wir an und schicken ihn mit vor. Sehr schön. Machen mal Gegner Feuer unter den Hintern. Wunderbar. Vielleicht sollten wir auch erstmal die Klontruppler ausschalten. Okay, der wurde betäubt. Sehr gut. Greifen wir doch mal den hier an. So. Machen nochmal einen Rauchschirm auf sie. Wunderbar. Jubeln nochmal hier ein bisschen mit ihm. Ah, Mist. Sie steckt nicht so viel ein, wie ich gehofft habe. Können wir sie nochmal hier ganz kurz Fähigkeiten blockieren? Okay, wir jubeln noch ein bisschen. Ich hoffe, dass es ein bisschen schneller geht. Schicken wir mal ihn mit vor. Schade, Mist, 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 nein, 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 oh Mist, Rey ist draufgegangen, das gibt's doch wohl nicht. Die haben weitaus mehr Schaden gemacht, als ich erwartet habe, Machen wir das mal auf ihn hier. Noch ein bisschen Feuer. So. Also werden wir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich hier einen Charakter, wir werden diese eine Runde verlieren, sehr, sehr schade. Also hätte ich direkt die 500 erste nehmen müssen. Ich kämpfe zum ersten Mal gegen dieses Team hier, ne? Und ich habe gedacht, meine Rey ist vielleicht einigermaßen stark, aber bei weitem doch nicht stark genug, um das hinzukriegen. Können denn die hier aufräumen, wenn ich die hier benutze?
Können die das schaffen? Oder ich hätte einfach vielleicht R2D2 mitnehmen sollen. Nicht R2D2, ich meine C3PO mitnehmen sollen. So, die Frage ist, schaffen die das? Oder verliere ich die jetzt hier ebenfalls? So, Konter haben die aktiv. Ich mache mal ganz kurz das hier mit ihm. Sehr gut. So. Können wir ihr Konter nehmen und sie betäuben? Na gut. Betäuben hat funktioniert, aber Konter nehmen war eh nicht so effektiv. So, die kontern wieder. Okay. Wir haben immerhin einen Tank und jemand, der ein bisschen was einsteckt. Ich würde gern Shark T killen, aber wenn sie dauernd heilt. Ah, super. Sie ist erledigt. Sehr schön. Machen wir den Angriff hier. Der provoziert jetzt ein bisschen gegen ihn. Hier können wir unseren Tank heilen. Sehr gut. Wir müssen normal angreifen. Das passt aber. Greifen wir auch mal an. Wunderbar. Guck mal, wie stark die sind. Superklasse. Okay, 33 nur leider, weil wir es einmal nicht geschafft haben. Dafür können wir vielleicht später noch Darth Revan verprügeln mit unserer 501. Das wäre ja wünschenswert. Wir haben, glaube ich, noch Fives mit dabei. Jetzt kommen wir zur Flotte. Ich wollte ein bisschen Abwechslung zeigen, deswegen habe ich gedacht, ich zeige die Flotte. Zumal ich ja auch nicht weiß, was der Gegner da hinten drin hat. Und ich weiß nicht, selbst wenn ich die drei Teams wegprügel, die hier drin sind, weiß ich nicht, da hinten sind auch noch 5 Teams. Ne, das sind ja hier 3 und hinten sind 5. Wie man ja hier sehen kann. Da sind 5 Stück hinten drin. Und ich weiß nicht, was für 5 Teams der Gegner hinten drin hat. Ich weiß aber bei der Flotte, dass ich 2 starke Flotten habe. Und ich hier auf jeden Fall durchkomme. Deswegen wählen wir jetzt hier Grievous aus. Und dann natürlich die entsprechende Flotte dazu. Wir gehen auf Separatisten. So. Wählen dann natürlich unsere Separatisten, unsere Tanks. Moment, da gehen wir nochmal hier auf dunkle Seite. Die Hound's Tooth mit rein. Und dann hier die Geonosianer, den Vulture-Druiden. Und dann Vader habe ich in die Verteidigung gepackt. Das passt aber. Wir packen einfach nur ihn mit rein. Den müssen wir sowieso nicht einsetzen. So, mit denen starten wir dann. Dann gewinnen wir zumindest mal den allerersten Flottenkampf. Und dann habt ihr zumindest mal jetzt hier gesehen, was so mein Gedankengang ist bei der Verteidigung, bei der Offensive, warum ich mich für welche Teams entschieden habe und warum ich die Gegner noch nicht wipen kann. Und beim nächsten Mal werde ich viel besser darin sein. Oh, ich habe den falschen reingepackt. Ich wollte eigentlich den Bomber mit reinnehmen und nicht den da. Aber ist okay. Und dann wisst ihr zumindest schon, was ich mir bei dem ganzen Zeug gedacht habe. Und warum ich welche Charaktere gewählt habe, welche Teams gewählt habe. Und was ich zukünftig anders machen werde. Warum ich es zukünftig anders machen werde. Ne? Wissen wir das zumindest schon mal. So, können wir uns mal um Vader. Ich würde ungern eine Einheit verlieren. Ich wechsle jetzt mal hier den Bomber ein. Den hätte ich vorne. Den wollte ich eigentlich mitnehmen. Ist blöd gelaufen. Ich habe versehentlich den falschen mitgenommen. Aber es wird nichts daran ändern. Wir werden das trotzdem gewinnen hier. Sehr gut. So, sehr souverän, ne? Super. 62 Punkte. Wunderbar. Und dann gehen wir hier rein. Wir nehmen hier die Leute hier mit: Anakin, Rex und den Y. Und einwechseln werden wir dann. Ich gehe nochmal ganz kurz hier auf Galaktische Republik. So, alles andere wechseln wir hier ein, ne? Perfekt, starten wir mal. Und wir sollen ja einen Kampf gewinnen in der Flotte, ohne Einheiten einzuwechseln. Und da seine Flotte schwach ist, sollten wir das hier hinkriegen können. Also diese Flotte von ihm ist relativ schwach. Sollten wir schaffen, ohne Einheiten einzuwechseln. Aber ich sehe General Hux zum ersten Mal als Großkampfschiff. Machen wir jetzt ein bisschen Angriff hier, superklasse. So, und dann würde ich mal sagen, machen wir das hier, wählen wir Anakin aus. Sehr gut. Verbündeten wählen, wenn wir auch... Moment. Halt 50% Schutz und Zugleister, kann ich Anakin... Ah, sehr gut auswählen. Wunderbar. Hier, Schaden auf alle bitte. Super. So, wir haben jetzt einen Tank, der ordentlich provoziert. Dann versuchen wir, Kylo Ren natürlich zuerst auszuschalten. Die wechseln nicht ein. Wir machen das mal so. Wunderbar, der wurde erledigt. Kümmern wir uns als nächstes um den Shuttle. Ich wechsle absichtlich nicht ein. Weil ich gerne möchte, dass wir das Ganze ohne Einwechseln schaffen. Ne? Wählen wir mal hier Anakin aus. Perfekt. Im Prinzip wählen wir einfach für alles, was wir tun, Anakin aus. Und um die Elven Hawk mache ich mir keine Sorgen hier. Ich hoffe nur, dass Anakin noch ein bisschen überlebt. So, wir wählen hier auch noch Anakin aus, geben ihm Schutz, wechseln wieder nicht ein, wählen wieder Anakin aus hier. Na, komm schon. Super. So, Angriff von Rex. Mit Anakin machen wir Schaden auf alle. Wunderbar. Nur noch die Elven Hawk ist am Leben. Wir greifen nochmal normal an hier. Wählen nochmal ihn aus. Superklasse. Angriff. Und das war's. Sehr schön. Sollte ein Achievement gegeben haben für kein Einwechseln. Wunderbar. Damit sind wir also einmal hier durchgekommen. Das ist super.
Und ich hoffe mal, dass wir gekommen sind als der Gegner. Das reicht ja schon. Wir müssen die Gegner ja nicht wipen. Wir müssen nur mehr schaffen als der Gegner. Bei den Erfolgen. Gewinne 6 große Arena-Kämpfe im ersten Versuch. Leider hat das mit dem einen nicht funktioniert. Wo war das nochmal schnell? Große Arena. Hier. Gewinne 3 Flotten-Arena-Kämpfe ohne Verstärken einzusetzen. Gewinne 3 Flotten-Arena-Kämpfe. Ach so, 3 Flotten-Arena-Kämpfe. Ah, also hätte ich mir es hier gar nicht so schwer machen müssen. Das waren Flotten-Arena-Kämpfe. Mittlerweile, es gibt ja auch Achievements, die außerhalb der großen Arena sind, die während des großen Arena-Events laufen, ne? Das war einer von denen. Habt ihr vermutlich gleich schon gewusst. Und ich würde jetzt mal gerne gegen Revan kämpfen. Aber mit diesem Team hier. Echo, Ark und Skywalker, General Skywalker. Und mal schauen, ob wir das hinkriegen hier mit denen. Ich weiß nicht so genau, ob wir das schaffen. Es wird ziemlich schwierig. Wir versuchen, Bastila zuerst auszuschalten. Aber die sind schneller als wir. Die sind gut ausgerüstet. Das ist wahrscheinlich auch so ein aktuelles Arena-Team. Außer er hat noch ein paar galaktische Legenden oder sowas. Die haben halt leider keinen Fives mit dabei. Oh je, oh je. Oh je, die sterben alle. Ja, wenn die schneller sind als wir, haben wir schon gar keine Chance mehr. Ja, okay, wir haben keine Chance. Seht ihr das? Die sind so gut ausgerüstet, dass sie so viel schneller waren als wir. Und wir brauchen halt leider auch Fives mit dabei, ne? Das ist halt ganz wichtig. Also kommen wir hier bei dem, was die haben, halt auch nicht mehr vorbei. Ich habe einfach nicht mehr genug starke Einheiten, um dran vorbeizukommen. Da fehlt es mir einfach. Mit Enfys Nest? Eventuell könnte ich Grievous und so mit Enfys Nest schlagen. Das könnte ich ja mal versuchen. Mal schauen. Aber ich habe da auch nicht mehr viel zu bieten an Charakteren und so weiter. Ich gehe mal ganz kurz hier auf Schurken. So. Nehmen wir mal diese Charaktere hier mit für Schurken. Wobei, ich könnte auch die zwei und Nest mitnehmen. Aber ich glaube, Boba Fett ist schon ziemlich praktisch. Ich versuch's mal mit denen. So, mal schauen. Okay, machen wir erstmal das hier. Und dann Elfes Nest Schaden auf alle. Wunderbar. Oh, ein Nest geht schnell down. Okay, dann machen wir das hier. Boom, wunderbar. Oh, auch Boba Fett geht schnell down. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Oh je, okay. Dann jubeln wir mal hier ein bisschen. Nest ist wieder dran. Ich glaube, Nest. Ah, schade. Die machen so krassen Schaden auf Nest, dass sie, obwohl sie Gear 13, glaube ich, war, ist sie trotzdem so schnell down gegangen. Also er hat hier starke Verteidigung gestellt. Ihr seht, ich habe meine stärksten Teams schon oben benutzt, um noch bei der Flotte durchzukommen. Und unten wäre ich wahrscheinlich eh nicht weit gekommen. Ja, also hier, ich wäre wahrscheinlich eh nicht an Reva vorbeikommen. Wenn ich jetzt meine stärksten Teams hier benutzt hätte, wäre ich vielleicht irgendwie an dem oder an dem vorbeigekommen, aber an Revan. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich da dran vorbeigekommen wäre. Es ist also gut, dass wir oben rumgegangen sind. Jetzt heißt es nur noch beten, Freunde, dass der bei uns eben nicht vorbeikommt irgendwo. Ja, dass wir uns im Endeffekt besser geschlagen haben. Ich halte euch auf dem Laufenden mit dem nächsten Video. Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Vielleicht wieder große Arena-Meisterschaft. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Möge die Macht der Separatisten mit euch sein.